Tiefgaragenstellplätze versus ganzes Parkhaus kaufen. Was kann man machen, was nicht so gut? Wir haben den Spezialisten wieder da. Ja, danke dir. Hallo, grüß dich, Philipp. Ja, Tiefgaragenstellplätze und Parkhaus, da würden die meisten sagen, ist doch das Gleiche. Von der Substanz her, ja, schon, Substanz gell? Her ist total das Gleiche. Also du fährst mit deinem Auto in eine Tiefgarage oder auch in eine Hochgarage rein oder Hochparkhaus rein und stellst dort dein Auto ab. Wo ist die Unterscheidung? Bei Tiefgaragenstellplatz geht man immer davon aus, oder beim Parkhausstellplatz, dass der verbunden ist mit einer Wohnungsimmobilie. Ja? Also sprich, ich habe ein Mehrfamilienhaus und statt eine Garage gibt es ein Unterparkhaus oder einen Tiefgaragenstellplatz. Mhm. Dann ist der damit verbunden. Hat ja häufig auch sein eigenes Grundbuch, kann ich also auch alleine kaufen, ohne richtig, die Wohnung. Richtig, das ist also dann wieder so in dem Bereich kleinteiliges Investment. Allerdings ist es halt tatsächlich so, dass der Zweck ist entscheidend, ob es ein Parkhaus ist oder ob ein Tiefgaragenstellplatz ist. Der Tiefgaragenstellplatz ist tatsächlich ein Stellplatz, der die Bedeutung hat, dass langfristig vermietet werden soll, entweder anhängend an eine Wohnung oder dann getrennt davon. Und das Parkhaus ist eigentlich prädestiniert für Kurzzeitvermietung, und zwar Ultra-Kurzzeitvermietung. Ich fahre an ein Parkhaus ran und nehme dann quasi Geldbetrag, was weiß ich, für die Stunde 2 oder 3 Euro, stelle mein Auto ab und fahre wieder raus. Also oder das, zumindest was man eine Mietnutzung, teilweise kennt man ja dann auch das Langzeitparkhaus, gibt man das extra Deck oder so. Genau, das kann man aber technisch dann steuern. Ja. Also es wird oft gemacht, wenn zum Beispiel die Auslastung doch nicht so hoch ist und ein gewisses Interesse daran ist, dass du sagst, okay, da gibt es auch Wohnimmobilien in der Nähe, die wollen dauerhaft parken. Oder Büro habe ich auch schon viel gesehen, genau. Mit den Langzeitparkern in den Städten, genau. Richtig, genau, um das so ein bisschen zu mischen. Aber das wäre alles Kategorie Parkhaus und Tiefgaragenstellplatz als solches ist eigentlich wirklich ein Wohnhaus verbunden oder ein Geschäftsgebäude verbunden mit Langzeitvermietung. Ich selber würde nicht in Tiefgaragenstellplätze investieren. Das finde ich jetzt interessant, weil Garagen sagst du ja, Außenstellplätze würdest du machen, ja, aber Tiefgaragenstellplätze nicht. Warum ja. Das? Das hat was mit der Struktur des Gebäudes zu tun. Parkplätze oder Tiefgaragenstellplätze, Parkhäuser verursachen sehr, sehr hohe Inbetriebnahmekosten. Also bei einer Wohnungsimmobilie legst du ja die Betriebskosten um. Das ist jemand, der einen Mietevertrag für einen Stellplatz nimmt, der ist das nicht gewohnt. Der zahlt halt eine feste Rate und dem ist es eigentlich egal oder dem fällt gar nicht auf, dass ja auch Nebenkosten da inkludiert sind, ja, beispielsweise. Das macht es schwierig. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Nebenkosten im Verhältnis zu den Mieteinnahmen relativ hoch ist, also prozentual sehr hoch ist, halte ich das wieder für ein risikoreiches Geschäft. Ja. Und was sind das für Nebenkosten, die ich also, in der Tiefgarage habe? Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt drauf an. Im Regelfall bei solchen Gesamtobjekten, wo Wohn- oder Büroimmobilien verbunden sind mit einem Tiefgaragenstellplatz, da könnten zum Beispiel ein ungünstiger Instandhaltungsrücklagenschlüssel gelegt worden sein. Also wenn das nach Miteigentumsanteil geht und das verbunden mit der gesamten Wohnimmobilie ist, hat man ja das Problem, dass die Wohnimmobilien regelmäßig saniert werden über Instandhaltungsrücklagen, aber das Parkhaus hat überhaupt keinen Instandhaltungsaufwand, ja, vergleichsweise. Das kann man ein bisschen umgehen, indem man sagt, man trennt das Parkhaus ab mit einem eigenen Instandhaltungskonto. Ich glaube auch, dass das in der Zukunft teilweise gemacht werden muss. Teilweise wird es auch gemacht in der Vergangenheit schon, aber das sind wenig Objekte wahrscheinlich. Richtig, ja. So ist es gesehen. Und bisher war das WEG-Gesetz sehr starr und mit der Novellierung für das neue Jahr kann ja tatsächlich per Beschluss der Umlageschlüssel wesentlich auch für Instandhaltung wesentlich einfacher, gerechter neu verteilt werden, ohne dass man das ganze Grundbuch oder die Teilungserklärung ändert. Also du hast Angst, Instandhaltungsstau und dann hohe Nachzahlung, weil so eine Tiefgaragensanierung da in die Millionen geht dann häufig? Oder? Ja, das nicht unbedingt. Also wie gesagt, bei so einem gemischten Objekt ist es ja so, dass ich die Instandhaltungskosten, die eingezahlt werden, also den Rücklageschlüssel, der wird ja gar nicht fürs Parkhaus ausgewendet zum Schluss, sondern fürs eigentliche Haus, von dem ich eigentlich gar nichts habe. Ja, und das ist das Problem. Also ich bezahle eine Instandhaltungsrücklage per Schlüssel um, von dem ich nutztechnisch erstmal nichts habe und der ja meine Rendite schmälert, weil ich es ja nicht umlegen kann. Ja. Oder du kannst ja gar nichts umlegen beim Parkhaus, weil da hast du eine feste Miete, in guten Lagen, was weiß ich, 70 Euro im Monat und in normalen Lagen vielleicht 25, 35 Euro.
so dem entgegensteht, aber feste Fixkosten. Eins ist die Instandhaltungsrücklage, das andere ist die Bewirtschaftung des Parkhauses. Die kostet richtig Geld. Du hast zum Beispiel nicht ein Brandschutzkonzept, sondern Brandschutztechnik, die da verbaut ist. Du hast Abgasregelanlagen, die da verbaut sind, Messanlagen, die da verbaut sind, wegen Kohlendioxid, Kohlenmonoxidgehalt in einem Parkhaus. Das sind alles, ich sag jetzt mal, technische Anlagen, die instand gehalten und gewartet werden müssen. Und das verursacht unheimliche Kosten. Großmeister teilweise noch und so weiter bei so Anlagen, ja. Also ich habe im Regelfall sind das so, bei einer typischen Parkanlage sind das so 15, 16 Euro pro Monat pro Stellfläche. Oh ja, das haut richtig rein. Ja. Und wenn du jetzt nur 35 Euro Miete hast, dann sind 50% deiner Kosten gegen die Miete auch ein Ausfallrisiko. Jetzt ist der Parkplatz nicht belegt, du hast keine 35 Euro, zahlst aber 15 Euro an Rücklagen für die oder an Hausgeld für die Betreibung des Stellplatzes. Und das ist kein gutes Mischverhältnis. Kann man sagen, kleinere Anlagen, größere Anlagen, macht Nein, irgendeinen Vorteil? Keine Rolle. Ist alles je kleiner die Anlage ist, desto höher ist der Umlagebetrag. Ganz einfach, weil die technische Anlage, die Wartungskosten für eine große Anlage gegenüber einer kleinen Anlage ähnlich hoch sind. Ja, also klar gibt es da Unterschiede, aber die fallen nicht so massiv aus. Das ist der eine Nachteil, das ist jetzt nicht der letzte Nachteil. Der große zweite Nachteil ist, dass ein Stellplatz halt nun mal ein Stellplatz ist für ein Auto. Das heißt, der Nachfragemarkt bedient sich nur für PKWs, höchstens noch Motorräder, die in einem Parkhaus abgestellt werden, beziehungsweise einen Tiefgaragenstellplatz. Und du kannst dann nicht sagen, okay, ich stelle jetzt auf meiner Stellfläche, die ja fast immer öffentlich auch zugänglich ist oder leicht öffentlich zugänglich ist, mal eben mein Hausrad ab. Ja, das funktioniert halt nicht. Es gibt auch einige Menschen, die Vorbehalte haben, die nicht mehr reinfahren in die Garagen wegen der Rangschiererei und weil es einfach eng ist und so und selber anboxen, das kommt auch dazu. Ja, das ist auch mein Problem. Also ich bin ein ganz schlechter Autofahrer und die Parkhäuser sind alle so eng und das Rumrangieren dort. Also ich fahre immer mit einer richtigen Pumpe in so ein Parkhaus rein, mit der Angst, dass ich irgendwo ankratze. Ist mir persönlich noch nie passiert, komischerweise, aber trotzdem ein ganz großes Unsicherheitsgefühl beim Fahren in einem Parkhaus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es in älteren WEGs, wo es noch keine substituierten Fahrradstellplätze gibt, um Stellplatzverordnung zu lösen, aber auch gesehen, dass ganze Stellplätze vollstehen nur mit Fahrrädern. Ja. Ist das dann überhaupt zulässig? Lehrer, meine Zunge zu sagen, ich weiß es nicht tatsächlich. Ich müsste es auch mal prüfen. Das kommt immer darauf an, was jetzt natürlich in der Bauordnung eines jeden Bundeslandes steht. Ich kann mir vorstellen, dass das für ein Bauamt nicht problematisch ist. Wenn jetzt nun mal nicht die Auslastung da ist an Fahrzeugen, was man ja auch nachweisen kann, was weiß ich. Wir haben hier ein Mehrfamilienhaus mit 100 Einheiten, 100 Stellplätze oder 150 Stellplätze sogar im Regelfall. Und die Mieter nutzen aber nur 80 und der Rest steht einfach nur leer, dann kann man wahrscheinlich mit einem Umnutzungsantrag oder mit einer Sondergenehmigung das auch regeln. Mhm. Stelle ich mir jedenfalls vor, muss aber sagen, da fehlt mir der Erfahrungswert dazu. Ja, ja. Vielleicht noch so ein spezielles Ding, Doppelparker. Kannst du das mal erklären? Der Doppelparker ist das, also ein Doppelparker ist nichts anderes, wie dass auf eine Stellfläche über die Höhensituation zwei Autos, deswegen heißt es auch Doppelparker, genutzt werden kann. Also auf einer Stellfläche können zwei Autos aufgrund einer Hebebühne abgeparkt werden. Der Nachteil ist da, dass die Instandhaltungskosten noch viel höher sind, denn der Doppelparker, diese technische Anlage, auch die ist einem Instandhaltungsintervall und einer Wartung ausgeliefert. Und das ist ja noch zusätzlich zu dem, was das Parkhaus so und so schon kostet. Und ist auch wieder total umständlich so zum Nutzen. Absolut umständlich. Abstellen lässt sich es auch dann nur PKW, mit einer gewissen Höhe, mehr. Genau. Genau. Und was ich dann noch häufig gesehen habe, ist, dass der ganze Doppelparker ein Grundbuch hat. Ja. Das heißt, du hast dann wieder einen halben Bruchteilseigentumsanteil an diesem Doppelparker, der dann wieder mit irgendwelchen Grundschulden für Fremde belastet werden, die dann teilweise nicht einmal auf dem halben Anteil lasten, sondern auf dem ganzen. Und du haftest dann auch für irgendwelche Grundschulden mit, für die da für 150.000 eingetragen wurden, für eine Wohnungsfinanzierung, die dranhängt und so Zeugs da. Ja. Richtig. Also das rechtlich ist auch ganz schwierig. Ganz, ganz, ganz problematisch. Zum Flippen bestimmt, weil das Geschäft für Tiefgaragenstellplätze ist eher ein privates Geschäft. Also das heißt, wenn jemand das kauft, dann aus Eigennutz und dann achtet er auch nicht auf Renditefaktoren. Ja? Aber für eine Cashflow-Generierung sind Tiefgaragenstellplätze schlecht. Anders bei Parkhäusern. Das muss man tatsächlich sagen.
Parkhäuser machen die hohen Kosten, die damit verbunden sind, durch die Kurzzeitmiete und die Rendite, die daraus erwächst, ja, macht das das Wett. Ja, das muss man wirklich sagen. So, wenn ich auf dem Stellplatz im Monat 35 Euro bekomme, kann ich in guten City-Lagen davon ausgehen, dass ich 35 Euro am Tag pro Stellplatz mache. Ja, und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Im Einkauf aber nicht billig, so eine Anlage. Ja, ja. Hast du so Deals schon mal geprüft mit ganzen Parkhäusern? Nein, nicht, weil man muss tatsächlich sagen, ich glaube auch, dass das für viele Investoren fast nicht möglich ist, weil wir dafür große Gesellschaften haben, die sich nur auf diesen Bereich spezialisiert haben. Und wenn jetzt mal, ich sage jetzt mal, ein Wohn- und Geschäftshaus da entwickelt wird, dann werden die auch als erstes angefragt, wenn es um Kurzzeitvermietung geht. Also ich habe die ganzen Jahre für Finanzierungsvermittlung vielleicht dreimal eine Anfrage für ein Parkhaus gehabt. Also sehr exotisch. Und dann auch oft, wenn sie abgestoßen werden, weil sie doch nicht so rentabel sind. Genau. So, und das muss man einfach mit bedenken. Oder extremer Sanierungsstau und nicht rentabel, so eine Kombination. Ja, meistens beides. Ja, am Anfang war es nicht rentabel und da hat man die Spekulationsfrist abgewartet. Und dann hat man das Ding veräußert und die Instandhaltungsgeld, was man eigentlich zurückgelegt hat, dann verbraucht. Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Wunderbar. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke. Bis dahin.